Wittenberge. Für das Jahr 2016 rechnet die Geschäftsleitung des Instandhaltungswerkes der Deutschen Bahn mit rund 10% weniger Arbeit. Der Wert stammt aus der Antwort auf eine Anfrage der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler. Laut der Deutschen Bahn AG werden zur Ertüchtigung des Standortes von 2014 bis 2017 rund 55 Millionen Euro investiert. Hintergrund für die Reduzierung der Arbeit am Standort Wittenberge sei die Wettbewerbssituation der DB Regio, dem Hauptkunden des Werkes. Derzeit sei das Auftragsvolumen im Bereich von Instandhaltung und Redesign rückläufig. Perspektivisch sei hier mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Um diese Entwicklung aufzufangen, ist das Werk in Wittenberge derzeit bestrebt, zusätzliche Aufträge von der Deutschen Bahn sowie weiteren Kunden einzuwerben.